49, Rechtsanwältin. Wer hat sie gefunden? Ihre Schwester Sabine Schott. Sie glaubt, dass sie den Täter sogar noch gehört hat. Müsste dann also kurz nach der Tat gewesen sein. Okay. Morgen, Frau Dr. Engel. Morgen, Reuter. Schauen Sie mal im Innern der Tüte. Hier hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen und da haben wir Speichelreste. Das heißt, sie hat noch gelebt, als die Tüte über den Kopf gezogen wurde? Vermutlich ja. Abwehrverletzungen? Sie ist gefesselt, bisher habe ich nichts gefunden. Wäre hier nichts angerührt worden. Laut Kalender hatte sie heute früh einen Termin. Aha, mit dem Täter. Steht auch ein Name? Müller. Alles klar. Dürfen wir alle die Müller heißen. Frau Schott, mein Name ist Reuter. Ich bin der ermittelnde Staatsanwalt. Ich weiß, es ist furchtbar für Sie, was hier passiert ist. Ich würde Ihnen trotzdem gerne ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Ja. Frau Schott, wissen Sie, ob Ihre Schwester Feinde hatte? Also ich weiß wirklich wenig über Ihre Arbeit, aber ich denke ja. Sie hat ja nur für Vermieter gearbeitet, für Immobilienbesitzer und Spekulanten. Da macht man sich natürlich keine Freunde. Hat Ihre Schwester denn mal erwähnt, ob es Streit gab mit irgendeinem Prozessgegner oder ob es vielleicht sogar Drohungen gab? Einmal, da war ich sogar dabei. Es ist gar nicht so lange her, da war so eine Frau hier, vielleicht Mitte 20 oder so. Ich wollte gerade gehen und dann ist die einfach reingestürmt in das Büro meiner Schwester. Und da fielen heftige Worte. Was waren das für Worte? Mörderin. Sie hat sie Mörderin genannt, dass sie damit nicht davonkommt. Und Sie haben sie auf dem Gewissen. Wissen Sie noch, wie die Frau hieß? Nein. Frau Schulz, Sie haben erwähnt, Sie hätten nur etwas gehört. Haben Sie vielleicht auch irgendetwas gesehen? Zum Glück nicht. Nein, ich habe nur die Tür gehört. Sonst wäre ich ja vielleicht auch tot, oder? Sieh mal. Ach, danke. Das passt doch. Beate Schwarz war auch Selbstvermieterin. Ihr gehört ein Haus mit 12 Wohnungen in der Innenstadt. Aus dem Wiesbadener Anzeiger, gerade mal eine Woche alt. Ein Mieter beschwert sich, Beate Schwarz zerstört mein Leben und das meines Kindes. Diese Frau lässt uns keine Luft zum Atmen mehr. Mieterhöhung nach energetischer Sanierung, das alte Spiel. Ja, keine Luft zum Atmen und die Frau stirbt mit einer Plastiktüte über dem Kopf? Sie meinen, da wollte jemand ein Zeichen setzen? Könnte natürlich sein.
Eine Johanna Plath hat das geschrieben. Ja, Schubert. Steht hier. Komm, lass. Wir versuchen es später nochmal. Entschuldigung? Ja? Sind Sie Johanna Plath? Wer will das wissen? Ich. Sehr witzig. Guten Tag, Hauptkommissarin Plath, das ist mein Kollege Schubert. Wir wollten kurz mit Ihnen reden. Worum geht's denn? Können wir das auch drin besprechen? Das müssen wir aber nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Wir können uns auch gerne auf dem Kommissariat weiter unterhalten. Wir interessieren uns für den Artikel, den Sie für den Wiesbadener Anzeiger geschrieben haben. Die Möbel sind von meiner Oma. Hat sie mir vererbt. Schön. Finden Sie? Okay. Sie haben in Ihrem Artikel was über einen alleinerziehenden Vater geschrieben, der Probleme mit einer Mieterhöhung hat. Ja, und? Wer ist denn dieser Tim B. Punkt, um den es da geht? Ein alleinerziehender Vater. Die Vermieterin hat das Haus energetisch sanieren lassen, was ja ein Freibrief für Mieterhöhungen ist. Da können Sie sich mit der Mietpreisbremse den Arsch abwischen. Bei denen wurde dadurch aus 800 Euro Warmmiete 1250. Das heißt, die beiden müssen da raus. Ja, und der Name des Herrn? Entschuldigung, ich bin Journalistin. Informantenschutz. Wir müssen doch bloß ins Büro der Vermieterin und da alle Mietverträge durchsehen. Können wir das Ganze nicht hier ein bisschen abkürzen? Frau Plath, wir ermitteln in einem Tötungsdelikt. Um wen geht's denn? Sorry? Opferschutz. Verträge aus dem Büro von Beate Schwarz. Um den hier geht's. Tim Baumann. Alleinerziehend, 1,6 netto als Verkäufer, steht in der Selbstauskunft. Und dann plötzlich? Von 800 Euro Miete im Monat auf 1250. Da ist dann keine Luft mehr. Sie glauben also fest an einen Zusammenhang zwischen Plastiktüte und Zeitungsartikel? Definitiv. Außerdem wurden in der Plastiktüte Fingerabdrücke sichergestellt. Vielleicht vom Opfer? Vielleicht vom Täter? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Polizei, Sag mal, ist dein Papa da? Paul, wer ist denn da? Polizei! Wow! Da sind Sie überall rumgeklettert. Respekt. Brauchen wir eine Menge Ausdauer für. Und Energie. Ja, es ist eine unglaubliche Natur, die gibt Energie. Energie. Das kann bei Ihnen auch schon mal in Gewalt ausarten, oder? Immer die gleiche Geschichte. Castor-Transport, November 2011. Das ist ewig. Sie sind gegen einen Polizeibeamten tätig. Der hat mich angegriffen. Man muss sich wehren, statt immer nur Opfer sein. Gutes Stichwort. Gilt das auch für Ihre Vermieterin? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Herr Baumann. Wir wollten Sie eigentlich nur fragen, wo Sie heute Morgen zwischen 8 und 8.30 Uhr waren. Ich habe Paul wie immer um 7:30 zur Schule gebracht und bin dann selber zur Arbeit gegangen. Schule ist wo? Gleich um die Ecke. Ihre Arbeit? Sportfachgeschäft in der Salisgasse. Da sind Sie ja dann direkt an der Kanzlei Ihrer Vermieterin vorbeigekommen. Ja, und ich fahre da jeden Tag lang. Beate Schwarz, Christian. Ist heute... Christian. Paul, bringst du uns am Besuch mal eine Flasche Wasser und zwei Gläser? Okay. Dank dir. Also was? Ihre Vermieterin wurde um die Zeit, als Sie dort in der Gegend waren, Opfer eines Verbrechens. Ach so. Und da war ich das, weil ich mich gegen Ungerechtigkeit wehre. Genau. Herr Müller? Ist sie tot? Ja. Tut mir leid. Ach, wirklich? Ich wünschte niemanden den Tod, nur weil er meine Miete erhöht. Sind Sie blöd oder was? Hey, Vorsicht, ja? Vorsicht.
Fingerabdrücke in der Tüte stammen übrigens definitiv nicht vom Opfer. Bevor Frau Schwarz erstickt wurde, hat sie einen Schlag abbekommen, der zur Bewusstlosigkeit führte. Sehen Sie? Spüren Sie das? Oh. Ja. Ein Schlag. Auf genau diese Stelle kann zur Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen. Zufall oder kannte sich da jemand besonders gut aus? Kein Zufall. Ich denke, Sie suchen nach einem Kampfsportler oder ähnlichem. Frau Schott? Ich war gerade auf dem Weg in die Rechtsmedizin. Ich habe gehört, dass meine Schwester... Ja, das ist richtig. Hallo. Guten Tag. Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn Sie sie in diesem Zustand sehen. Ah, okay. Hat sie sehr gelitten? Nach allem, was ich weiß, nicht. Nein. Standen Sie sich sehr nahe? Beate und ich? Naja, wir waren sehr verschieden. Sie war sehr zielstrebig. Im Gegensatz zu mir, aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft. Arbeiten Sie eigentlich auch in der Kanzlei Ihrer Schwester? Sie meinen, weil ich einen Schlüssel fürs Büro habe? Ja. Nee, ich schaue da nur manchmal nach dem Rechten. Gieße Blumen, wenn sie im Urlaub ist. Aber heute Morgen war doch... Ja, ich wollte noch mal mit dir reden. Es ging um ein Haus, was uns beiden gehört. Aha. Ja, ich bin auch eine Vermieterin. Allerdings nur zu 10%. Der Rest vom Haus gehört meiner Schwester. Das heißt, da werde ich mich jetzt wohl auch drum kümmern müssen. Lassen Sie sich Zeit, Frau Schott. Ja. Und dann eins nach dem anderen. Hm? Danke. Ist das von der KTU? Die haben die Fingerabdrücke aus der Tüte, mit der Beate Schwarz erstickt wurde, zugeordnet. Zeig mal. Oh nein. Bitte nicht. Leider doch. Ich habe der Frau nichts getan. 450 Euro. 450 Euro für nichts, eine neue Gastherme und wir müssen ausziehen. Sie haben keine Ahnung, was das für uns bedeutet, vor allem für Paul. Sabine Schott. Kennen Sie die? Ist die Schwester, oder? Die Schwester von Frau Schwarz. Und beiden zusammen gehört das Haus, in dem sie wohnen. Ja, die ist ein bisschen umgänglicher, hat aber nichts zu sagen. Wieso? Herr Baumann, in Ihrem Job, da haben Sie doch sicherlich mit diesen Tüten hier zu tun, oder? Ja, es ist Laufhose mit Kompressionswirkung und Reflektoren 4795. Ist die mit der Frau Schwarz? Genau. Und darin haben wir ihre Fingerabdrücke gefunden. Der Mann hat auch beruflich jeden Tag mit diesen Tüten zu tun. Eben. Und hat die wahrscheinlich massenhaft zu Hause rumliegen. Der Typ ist auf 180. Er greift sich einfach einer davon, geht los, erstickt damit Beate Schwarz. Um eine Mieterhöhung zu verhindern. Die sind einfach die Sicherung durchgeknallt. Und damit soll ich Anklage erheben, ja? Schubert, wenn wir nichts anderes haben als die Fingerabdrücke, dann ist das Ganze nach spätestens einer halben Stunde vorbei. Nämlich genau dann, wenn die Verteidigung darauf hinweist, dass der tatsächliche Mörder jederzeit diese Tüte mit einer Jogginghose hätte erwerben können. Um die Tat im Nachhinein Baumann anzulasten. Das Sportgeschäft hat doch sicher eine Videoüberwachung. Vielleicht findet ihr ja den Kunden, der die Hose gekauft hat. Und Baumann? Ja, bleibt erstmal in Gewahrsam. Weiter. Hallo Bernd, ich bin's, Wolfgang. Wolfgang? Das ist ja eine Überraschung. Ja, ich weiß, wir haben lange nichts mehr voneinander, aber ich weiß auch nicht, was soll ich sagen? Das weiß ich auch nicht, was du mir sagen sollst. Alles in Ordnung bei dir? Ja, gut soweit. Und Marion? Auch. Hör mal, ich wollte dich fragen, können wir uns vielleicht mal sehen? Hey, war das eine Einladung? Nein, also ich meine... hier bei uns. Vielleicht irgendwo im Café vielleicht. Ja gut, schlag was vor. Am besten gleich morgen früh? Du, da müsste ich erst mal in meinen Kalender schauen. Café im Kurhaus, 9:30 Uhr, okay? Wolfgang? Thank you.
Christian. Hey, Christian. Hast du geschlafen? Nee, ich hab nachgedacht. Ich hab da was. Ja, ich brauch erst mal einen Kaffee. Danke Ihnen. Bitteschön. Einmal Latte Macchiato. Ja, danke. Gerne. Also ganz direkt, Bernd. Ich brauche deinen Rat. Als Staatsanwalt oder als Freund? Sowohl als auch. Warst du spannend? Ich habe mich schuldig gemacht. Also mitschuldig. Ich konnte ja nicht wissen, wie weit diese Leute gehen würden. Wolfgang, entschuldige, ich verstehe absolut nichts. Du hast recht. Ich fange von vorne an. Also, das ist ein Bekannter der Verkäuferin, mit der ich gerade geredet habe. Der liegt im Krankenhaus. Der scheidet auch aus, hat mit Kreditkarte bezahlt. Sei doch, bring nix. Und wenn es nicht Baumann war, dann war es wahrscheinlich der hier. Als Notar ist man ja manche Mauschelei gewöhnt. Verschwiegene Erbanteile, merkwürdige Geldflüsse und so weiter. Aber manchmal meldet sich doch das Gewissen. Und das hat sich bei dir gemeldet? Vor kurzem? Ja, Kerstin? Habt ihr seine Identität? Nein, wir haben nur ein Gesicht und sonst keinen Anhaltspunkt. Ich schicke dir das Foto aufs Handy. Dann haben Sie vielleicht Feuer. Schaffen Sie doch auf! Das tut mir sehr leid. Das ist ja wirklich unmöglich. Ihr habt doch den Obduktionsbericht. Da steht irgendwas von einem Schlag auf einen Druckpunkt. Richtig, der Täter könnte was mit Kampfsport zu tun haben. Aber das wird nicht leicht, den zu finden. Ich meine... Was sind Sie denn hier? Kerstin, ruf mich an, wenn ihr mit den Kampfsportschuhen durch seid. Schnell, ja? Schnell, ja. Schnell. Warte mal. Was ist denn los? Kommen Sie schnell! Ich melde mich gleich nochmal, Kerstin. Hören Sie mich? Hallo, hören Sie mich? Hat jemand Not als Ruf? Ist unterwegs. Ist unterwegs. Auf Gang. Wolfgang, ganz ruhig. Der Notarzt kommt an dem Tisch gesessen, dann hast du angerufen. Ich bin zum Telefonieren darüber gegangen und in der Zwischenzeit... Hast du jemanden gesehen? Kannten Sie das Opfer näher? Wolfgang Esbach, wir waren mal befreundet. Wolfgang Esbach, der von früher? Ja. Du wolltest mir noch ein Foto schicken. Hab ich. Ah. Der war hier. Was? Der war hier und ist Wolfgang zur Toilette gefolgt. Der Typ? Ja. Ihr Freund und Beate Schwarz, hatten die was miteinander zu tun? Das sollten wir rausfinden, Schubert. Ich fahre zu Wolfgangs Frau. Ich glaube, es ist besser, wenn sie es von mir erfährt. Haben wir uns nicht gesehen. Mara, bitte, bitte. Was ist denn los? Wolfgang lebt nicht mehr.
Was? Wolfgang ist gerade ums Leben gekommen. Es tut mir so leid. Heute Morgen. Wir haben noch zusammen gefrühstückt, wie jeden Morgen. Dankeschön. Was habt ihr denn gemacht? Wo wart ihr? Im Kurhauscafé. Aber es bringt doch niemand meinen Wolfgang um. Er hat keinem was getan. Das kann man nicht verstehen, ich weiß. Du hast schon lange nicht mehr meine Hand gehalten. Wolfgang hat mich gestern angerufen. Er wollte mit mir sprechen. Worüber? Ich weiß es nicht. Er muss bei seiner Arbeit auf irgendetwas gestoßen sein, worüber er mit mir reden wollte. Aber auf was soll er denn gestoßen sein? Er hat hauptsächlich Immobilienverkäufe beurkundet. Dafür stirbt man doch nicht. Warst du mit seiner Arbeit vertraut? Natürlich. Ich habe ja sein Büro gemacht. Und seine Buchhaltung. Hat er aber irgendwelche Probleme? Schulden? Wolfgang war grundsolide. Sagt dir der Name Beate Schwarz etwas? Ich werde dir sicher noch später ein paar Fragen stellen müssen, aber für jetzt reicht es erstmal, ja. Du lässt mich jetzt aber nicht alleine, oder? Ich habe Moritz angerufen, der müsste gleich kommen. Du kommst aber wieder, ja? Danke, dass du gleich angerufen hast. Es tut mir sehr leid, was mit deinem Vater passiert ist. Schade, dass wir uns unter solchen Umständen wiedersehen. Habt ihr schon was rausbekommen? Mm-mm. Bist du hier auf zu Besuch? Ehrlich gesagt nicht. Keine Zeit, was? Naja, Zeit. Ich hab's ja nicht weit von Frankfurt. Aber irgendwie, war mal ein bisschen anstrengend hier. Mutter will immer noch, dass was Besonderes aus mir wird. Aber du willst was anderes. Interessiert sie nur nicht. Sie braucht immer einen. Dem sie sagen kann, was er tun soll. Aber ich mag sie trotzdem. Okay, Neues. Bernd. Wir haben eine Schädelbasis-Längsfraktur durch massive stumpfe Gewalt frontal. Massiv heißt nicht durch den Sturz. Richtig. Der Kopf muss mit großer Wucht gestoßen worden sein. Dazu Nierenstielabriss, verursacht wahrscheinlich durch einen gezielten Tritt oder Kniestoß in den entsprechenden Bereich. Sowas machen Spezialeinheiten. Oder Kampfsportler. Schon wieder Kampfsport. Danke, Frau Dr. Anne. Gern. Meine Schwester ist gerade mal seit einem Tag tot und jetzt werde ich bedroht. Die ganze Nacht diese Anrufe. Tagsüber auch. Und immer dieses grausame Atmen. Meinen Sie, das sind dieselben Leute, die auch meine Schwester umgebracht haben? Wir werden versuchen, das herauszufinden. Ich bin mir sicher, Beate ist wegen diesem Haus gestorben. Warum denken Sie das? Herr, Beate ist tot und jetzt dieser ganze Psychoterror. Das kann doch kein Zufall sein. Also sowas wie diese Anrufe haben Sie definitiv noch nicht erlebt. Nein.
Wie lange haben Sie das Haus eigentlich schon? Ungefähr 3 Jahre. Apropos, Sie wollten mir Unterlagen mitbringen. Das ist der Kaufvertrag für das Haus. Also was diese Anrufe betrifft, Sie sollten in jedem Fall Anzeige gegen Unbekannte erstatten. Besten ich verkaufe dieses verfluchte Haus. Ich habe immer gesagt, dass man mit Wohnen kein Geld verdienen sollte. Moralisch gesehen haben Sie sicher recht, ja. Seite vom Wiesbadener Anzeiger, Wirtschaft, Geld, Immobilien. Sehen Sie das Foto? Kennen Sie die Frau? Ist das die Frau, die Ihre Schwester bedroht hat? Sind Sie ganz sicher? Gut. Sie haben mir sehr geholfen. Ich danke Ihnen. Le Bernd. Na, das ist ja ein super Teil. Ich habe gerade mit Frau Schott telefoniert. Sie hat die Frau, die ihre Schwester bedroht hat, wiedererkannt. Und? Die Enkelin von Inge Wenzel. Und wer ist Inge Wenzel? Inge Wenzel ist die ehemalige Eigentümerin des Hauses, das Beate Schwarz vor 3 Jahren erworben hat. Frau Schwarz hat Frau Wenzel beim Kauf mächtig über den Tisch gezogen. Ich nehme an, die alte Dame hat überhaupt nicht kapiert, was sie da unterschreiben musste. Wenn man vom Kaufpreis Immobilientilgung, Gebühren und die Instandsetzungskosten, die sie übernehmen sollte, abzieht, bleibt so gut wie nichts über. Aber dafür gibt es doch sowas wie einen Notar, dass der den Verkäufer auf so eine Falle aufmerksam macht. Der Notar, der dieses Geschäft abgewickelt hat, hieß Wolfgang Esbach. Die Schwarz hat die total abgezockt. Wolfgang Esbach war involviert und jetzt sind beide tot? Und beide Male hat der Täter was mit Kampfsport zu tun. Das kann ja wohl kein Zufall sein. Das glaube ich auch nicht, Schubert. Und wie heißt jetzt die Enkelin? Johanna Plath. Hier entlang. Wann ist Ihre Großmutter gestorben? Das ist 3 Wochen her. Sie hat zuletzt in einem Heim gelebt. Ja. In einem ziemlich bescheidenen Heim. Wir hatten kein Geld für ein besseres. Obwohl Ihre Großmutter ein Haus besessen hat, das jetzt mehrere Millionen wert ist. Ich verstehe. Sie sind hier, weil ich bei dieser Beate Schwarz im Büro war. Sie hatten eine Auseinandersetzung mit Frau Schwarz, richtig? Worum ging es denn bei dem Streit mit Frau Schwarz? Meine Großmutter war gerade gestorben. 2 Tage zuvor. Hat dann nichts hinterlassen, außer diesen Möbeln hier. Dann bin ich zur Schwarz und habe ihr um die Ohren geknallt, was ich wusste. Und von ihr verlangt, dass sie wenigstens die Beerdigung bezahlt. Und? Hat sie? Hat sie nicht. Die stand gerade vor einem Multimillionen-Deal und hatte nicht mal ein paar tausend Euro übrig für die Beerdigung. Was war das für ein Millionen-Deal? Erst einmal natürlich mein herzliches Beileid zum Tod Ihrer Schwester. Danke. Nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie was trinken? Ja, ein Wasser vielleicht. Danke. Frau Schott, wir reden hier doch über Ihre Zukunft. Das machen wir bestimmt nicht mit einem Glas Wasser in der Hand. Champagner? Also, Wasser reicht tatsächlich erstmal. Danke. Gut, dann wartet ihr noch einen Augenblick und Sie bekommen Ihr Wasser. Kein Problem. Also, reden wir übers Geschäft. Ja. Sie besitzen zusammen mit Ihrer Schwester, besaßen in diesem Falle ein Haus in CBD-Lage. Das sind genau die Assets, die unsere Kunden lieben. CBD-Lage? Central Business District. Also Innenstadtlage? Mhm, das kann man auch sagen. Verkauft sich aber nicht so gut.
Jedenfalls möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Man soll sich ja bekanntlichermaßen bei solchen Geschäften nicht unter Druck setzen lassen. Und vertrauen Sie niemandem, der von Ihnen verlangt, sich hier und jetzt zu entscheiden. Es sei denn, Sie bekommen pervers viel Geld für Ihr Haus geboten. Und den Champagner, den gibt's noch oben drauf. Kennen Sie Immocrime 25? Nee. Das ist ein Blog zum Thema dubiose Immobiliengeschäfte. Und wissen Sie, wofür die 25 steht? Weil allein in Deutschland jedes Jahr 25 Milliarden Euro Schwarzgeld in Immobilien angelegt werden. 25 Milliarden. Ganz schön viel Geld, hm? Ich kann gar nicht glauben, dass Sie diesen Blog nicht kennen. Ich meine, Sie sind Journalistin. Sie sollten sich das mal anschauen. Dieser Blog versucht, Geldströme aufzudecken, mit denen Immobilien gekauft werden. Mich interessieren vor allem die Mieter hier in Wiesbaden. Ja, also Familien, Rentner, sozial Schwache. Eben die, die sich nichts mehr leisten können. Geldströme, Briefkasten, Firmenspekulationen. Ist alles ein bisschen weit weg für meine Leser vom Wiesbadener Anzeiger. Naja, wenn plötzlich die Wohnung weg ist, weil irgendein Krimineller mit seinen illegalen Millionen das Haus gekauft hat, dann ist das gar nicht mehr so weit weg. Dieser Millionendeal, den Frau Schwarz machen wollte, worum ging es da eigentlich? Danke. Kennen Sie Andreas Amlang? Nein. Nennt sich Immobilienentwickler. Der wollte auch das Haus, das Beate Schwarz gehört. Aber die Schwarz hat gewusst, wie dringend er das Haus braucht, weil die ja selber Kontakte in die Immobilienwirtschaft hat. Also hat sie gepokert. Woher wissen Sie das? Ich muss meine Quellen schützen. Okay. Das Geld, das der anlegt, soll nicht ganz sauber sein. Schwarzgeld, Drogengeld, Geld aus Prostitution. Aber Sie sind ja doch auf derselben Spur wie dieser Block. Nein. Mir geht's nicht um organisierte Kriminalität, sondern um ein ganz konkretes Haus in unserer schönen Stadt Wiesbaden. Verstehe. Ja, danke für den Tee. Hm? Ja. Seien Sie bitte vorsichtig bei Ihren Recherchen. Die Leute, um die es hier geht, sind gefährlich. Und die haben absolut keinen Skrupel. Wenn man immer nur darauf wartet, bis es irgendwelche Beweise gibt, dann... Dann lebt man wahrscheinlich in einem Rechtsstaat. Sieht ein bisschen Schwarzgurt oder so. Circa 1,80 groß, durchtrainiert, dunkle Haare. Wie, keine Auskunft. Hier geht's um Mord. Aufgelegt. Ich habe auch nichts. Wahrscheinlich arbeitet er als Trainer oder so, und zwar schwarz. Das sagt dir definitiv keiner. Eben. Herr Dr. Schmidt. Ach, Herr Oberstaatsanwalt. Lange nicht gesehen und jetzt aus diesem traurigen Anlass. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich kennen. Ich ja von Ihnen auch nicht. Hier ist einiges los. Ach, da kommt einer nach dem anderen. Ja, ist schon erstaunlich, wie viele Freunde man auf einmal hat, wenn man erstmal tot ist. Wie war? Alles Gute. Ihnen auch. Einen Termin geben lassen, könnte ich mir ein bisschen Zeit für Sie nehmen. Ich brauche nicht viel Zeit, ich habe nur eine kurze Frage. Aha, gut. Aber wirklich nur eine, ich habe in 10 Minuten wichtiges Essen.
Sie interessieren sich doch für ein Mehrfamilienhaus am Quellenkap. Die Eigentümerinnen sind Beate Schwarz und ihre Schwester Sabine Schott. Ja. Stimmt es, dass Frau Schwarz versucht hat, den Preis nach oben zu treiben? Will das nicht jeder Verkäufer? Aber Sie wollen das Haus unbedingt haben. Ja, wir suchen ständig Immobilien. Die Interessenten rennen mir ja die Bude ein. Wer ist denn der Interessent für das Haus, über das wir gerade reden? Ach, da gibt es noch keinen konkreten. Sie geben also auf Verdacht mehrere Millionen aus? Tja, so ist das manchmal. Das war jetzt aber doch mehr als eine Frage. Habe ich Sie doch beim Flunkern erwischt? Vielleicht erwische ich Sie ja auch mal. Gut, dass du da bist, Bernd. Ich wollte gerade die Polizei anrufen. Was ist denn los? Es war jemand im Haus. Es ist eingebrochen worden. Komm. Sieh dir das an. Du warst die ganze Nacht zu Hause? Ja. Du hast aber nichts bemerkt. Das Schlafzimmer ist oben und ich habe gestern zwei Schlaftabletten genommen. Sind die hier reingekommen? Nein, komm. Also hier, ich bin oben direkt ins Bad gegangen und als ich Frühstück machen wollte und runtergegangen bin, da habe ich gesehen, dass die Terrassentür aufgebrochen war. Tja, und dann wollte ich die Polizei rufen, aber da bist du schon gekommen. Was für ein Glück, dass du da bist. Nix. Absolut nichts. Wollen wir jetzt zu all den Kampfsportschulen hier hinfahren und da Druck machen oder was? Mann, der muss doch zu finden sein. So ein gezielter Schlag, den kann nicht jeder. Warte mal. Heutzutage wird doch jeder Scheiß ins Netz gestellt. Vielleicht gibt's ja da Trainingsvideos. Oder sowas. Moritz. Schön, dass du da kommen konntest. Ich habe jetzt erstmal Urlaub genommen, solange bis die Sache aufgeklärt ist. Ich verstehe das alles nicht. Moritz, was ich dich mal fragen wollte, hast du irgendwas mitbekommen von den Geschäften, die dein Vater gemacht hat? Geschäfte? Mein Vater hat doch nur Stempel unter Urkunden gesetzt. Na, nichts anderes? Also irgendwann mal was auf eingerechnet? Das letzte Mal, dass er sowas versucht hat, war Anfang der 90er. Und da hat er seine Sparte im Osten investiert. Blühende Landschaften. Die Blüte lässt heute noch auf sich warten. Das heißt, er hat Verluste gemacht? Reichlich. Seine Eltern hatten ihm ja eine Menge vererbt. Hat er alles verloren. Meine Mutter hätte ihn fast in der Luft zerfetzt. Mario, nur Stratwinkel, kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm. Du kennst sie nicht. Jetzt vielleicht nicht mehr, ja. Sie hat das Papa ewig nachgetragen, dass er schiefgelaufen ist. Komm, du willst doch nicht sagen, dass deshalb die ganze Zeit der Aussehen schief hängt. Das ist fast 30 Jahre her. Was Vater geerbt hatte, war so ein bisschen die Geschäftsgrundlage ihrer Ehe. Aber gut, Vater wurde ein fleißiger Notar und den beiden ging es danach ja auch nicht schlecht. Moritz, kannst du vielleicht eine Weile hier bleiben? Ja, ich ziehe vorübergehend in mein altes Zimmer. Ah, gut, gut. Das beruhigt mich. Du musst nicht beunruhigt sein. Mutter konnte schon immer sehr gut auf sich selber aufpassen. Ich schau mal nachher. Denitärler, 29 Jahre alt. Er nutzt seine Fähigkeiten für eine Karriere als Profikiller. Könnte passen. Und in euch? Ist nicht gemeldet, aber die Fahndung läuft. Lass uns doch mal, Schubert. Die prügeln sich doch dann nur. Schubert. Ah. Fight Academy Wiesbaden.
Kraft hat er sowieso mehr als du. Nur seine Kraft nutzen. Gib dein Gleichgewicht auf und wirf ihn um. Hast du gesehen? Ja. Sehr gut. Dann gehst du. Hallo, hattest du angerufen? Willst du bei uns anfangen? Mensch, du bist ja eine echte Plaudertasche. Hab dir doch gesagt, du sollst heute Abend zum Training kommen. Was hast du drauf? Was? Сначала я должен посмотреть, на что ты способен, чтобы у тебя тренироваться. Ну давай, дедуля, посмотрим. Die Kollegen sind gleich da. Keller ist tot. Was? Sieh hier den Tatort, los! Herr Schubert, geben Sie eine Fahndung durch. Jetzt haben wir endlich diesen Terror, der für zwei Morde verantwortlich ist. Und dann kann er nicht mehr aussagen, weil er direkt vor meinen Augen abgestochen wird. Sie haben den Täter genau gesehen. Den Täter, das Auto, das Kennzeichen. Halteabfrage habe ich gemacht, das Kennzeichen ist geklaut. Fahndung hat bisher auch nichts gebracht. Hier, das Foto hat die Spur Sie im Auto von Terlor gefunden. Tim Baumann. Terlor hatte das Foto, weil er unbedingt bei diesem Verkäufer die Jogginghose kaufen sollte, um an die Fingerabdrücke zu kommen. Das heißt, der Auftraggeber wollte von Anfang an den Verdacht auf Baumann legen. Das heißt, der Auftraggeber kennt die ganzen Geschichten um Beate Schwarz, ihr Haus und ihren verzweifelten Mieter. Und die haben genau im richtigen Moment dafür gesorgt, dass Terlor nicht mehr aussagen kann. Da arbeitet jemand sehr, sehr gründlich. Profis. Schaut euch mal in der Wohnung von Terlor um. Vielleicht findet ihr einen Hinweis auf den Auftraggeber. Tag, Herr Dr. Schmidt. Schön, dass ich Sie gleich erreiche.
Herr Schmidt, ich habe eine kurze Frage. Im Rahmen meiner Ermittlungen bin ich auf einen Wiesbadener Immobilienentwickler gestoßen, Amlang. Sagt Ihnen der Name etwas? Andreas Amlang, ja, richtig. Der scheint ja hier mit mehreren Firmen am Markt zu sein. Und offensichtlich kauft eine dieser Firmen gerade am Quellenkarree einen ganzen Straßenzug zusammen. Gibt es für den Bereich überhaupt schon eine Bauplanung? Wie bitte? Nichts Konkretes? Ah ja, ja, gut. Danke, das war's dann schon, ja? Danke. Hallo, Herr Schiller. Ah, Herr Reuter. Tagesmenü für Sie? Nee, danke, nur ein Wasser. Moment. Der Laden brummt, was? Ja, aber man muss immer nach vorne schauen. Wenn diese Baustelle demnächst abgeschlossen ist, was dann? Haben Sie schon was Neues im Auge? Aber hallo, andere hungrige Bauarbeiter. Wiesbaden kriegt eine neue Großbaustelle. Also, ist noch nicht mal richtig spruchreif. Wo wird das eigentlich, dass ich Sie suchen muss? Quellenkarree. Sie wissen davon? Hat mir eine ehemalige Patientin gesteckt. Die arbeitet im Bauplanungsamt. 2-3 Mal die Woche hier. Aber das Quellenkarree wäre natürlich für Sie viel näher. Na, wenn das kein Grund ist. Guten Tag, Herr Amlang. AAW Real Estate. Alux Property. Amlang Immobilienentwicklung und so weiter und so weiter. Warum haben Sie eigentlich so viele Firmen? Wahrscheinlich, weil ich so erfolgreich bin. Oder damit meine ich auf den ersten Blick erkennt, dass Sie hinter all diesen Bauvorhaben stecken. Ja, Bescheidenheit gehört auch manchmal zum Geschäft. Dieses Haus von Beate Schwarz und ihrer Schwester, haben Sie das eigentlich inzwischen erworben? Ich bin dran. Ich habe mir mal die Grundbuchauszüge vom ganzen Quellenkarree angeschaut. Also bis auf dieses Haus von Frau Schwarz gehören Ihnen ja alle Grundstücke. Aber was tatsächlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. So 80 bis 120 Millionen? Ungefähr so viel werden Sie doch dafür auf den Tisch gelegt haben. Woher haben Sie das Geld? Glauben Sie mir, ich habe die Immobilien wesentlich günstiger bekommen, als Sie denken. Und was ist der Plan? Welcher Plan? Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass Sie zig Millionen ausgeben, ohne einen Plan zu haben. Das Ziel ist ein Portfolio von Value-Add-Assets. Hä? Das sind Immobilien, die im Wert steigen. Da kennt sich jemand aus. Und all diese Geschäfte wurden vom Notar Wolfgang Esbach beurkundet. Das ist ein guter Mann. Leider tot. Nein, das habe ich gar nicht gewusst. Offensichtlich lebt man in Ihrer Branche gefährlich. Vielen Dank für Ihre freundliche Auskunft. Auf Wiedersehen, Herr Amlang. Wiedersehen. Gut, das war's. Die Journalistin Johanna Plath ist nicht so harmlos, wie sie tut. Die Netzwerkforensiker haben den Laptop von Danny Taylor auseinandergenommen. Sagt Ihnen der Name Danny Taylor etwas? Nie gehört. Das ist jemand, der gegen Bezahlung Menschen umbringt. Ein sogenannter Profikiller. Warum sollte ich solche Leute kennen? Wir haben die Wohnung von Taylor durchsucht. Und die IT-Spezialisten vom LKA haben auf dem Laptop von Taylor verschlüsselte und gelöschte Dateien wieder sichtbar gemacht. Und in einer dieser Dateien haben wir eine E-Mail von Ihnen gefunden. Sie wollten Taylor engagieren? Das war eine Recherche. Eine Recherche, für die Sie einen Profikiller engagieren? Ja, ich wollte mal wissen, ob das wirklich geht. Im Darknet einen Auftragsmörder anheuern und was das kostet. Warum wollten Sie das wissen? Die Journalistin auf Malta. Der slowakische Journalist mit seiner Verlobten. Die Einschläge kommen immer näher. Und davor haben Sie Angst? Ja. Frau Plath, ich habe mir diesen Emo-Crime 25-Blog noch mal angeschaut. Und wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Der Blog ist im
absolut selben Stil geschrieben wie Ihre Zeitungsartikel. Syntax, Metaphorik, absolut austauschbar. Als hätte jemand abgeschrieben bei Ihnen. Na kommen Sie. Sie schreiben doch beides. Sie schreiben die Zeitungsartikel und Sie schreiben den Blog. Wem wollen Sie denn als nächstes auf die Füße treten? Ich will rausfinden, woher dieser Mann seine Millionen hat, mit dem seine Firmen die halbe Stadt aufkaufen. Frau Plant, wenn Sie recht haben. Und einem Land bekommt das Geld wirklich aus illegalen Quellen, dann spielen Sie ein verdammt riskantes Spiel. Das ist kein Spiel. Das ist mein Beruf. Treffen wir uns heute Abend? 9:30 Uhr? Im Café Götz? Kann ich Ihnen helfen, Frau Plate? Heute Abend. 9:30 Uhr. Ja, das stimmt. Ich habe in der Straße auch ein paar Immobilien gekauft und sie dann an Amlang weiterverkauft. Warum hast du das gemacht? Weil Wolfgang mich darum gebeten hat. Amlang war ja sein Geschäftspartner. Ja gut, aber warum solltest du damit einsteigen? Ich denke mal, es sollte nicht auffallen, wie viel Amlang zusammenkauft. Was hatte Amlang eigentlich vor mit all den Häusern? Hattest du mal etwas mit dem Haus von Beate Schwarz zu tun? Nein, das war Amlangs Sache. Warum? Beate Schwarz ist tot. Und dein Mann ist auch tot. Also der Notar, der alle Geschäfte von Amlang beurkundet hat. Dann bleiben ja nur noch Amlang und ich. Meinst du, ich bin in Gefahr? Könntest du denn für irgendjemanden eine Gefahr sein? Ich hoffe nicht. Und von dem Mörder habt ihr immer noch keine Spur? Doch, doch, den haben wir ermittelt. Und? Wer ist das? Ein Kampfsportler. Und warum hat er Wolfgang umgebracht? Weil er den Auftrag dazu hatte. Von wem? Er kann nicht aussagen. Er ist tot. So, Sie interessieren sich also für den Immobilienerwerb. Ja, da weiß ich gar nicht, ob ich da was in Ihrer Preisklasse habe. Das Preisgünstigste, was ich im Moment da habe, fängt bei 5 Millionen an. Wäre das was für Sie? Nein. Das hatte ich fast befürchtet. Ja, dann? Eigentlich habe ich das am Telefon auch nur behauptet, damit ich einen Termin bei Ihnen bekomme. Und was wird das jetzt? Wollen Sie mich anbaggern oder brauchen Sie einen Job? Ich will ein Interview und ich weiß, dass Sie prinzipiell nicht mit der Presse reden. Da sind Sie ja gut informiert. Ich dachte, mit mir reden Sie vielleicht doch. Und an welches Thema hatten Sie da so gedacht? Über Ihre Investoren zum Beispiel. Mir sind Dokumente zugespielt worden über die Leute, deren Geld Sie zu Immobilien machen. Ja. Und? Manche dieser Leute sind offiziell pleite. Deren Firmen sind in Konkurs gegangen, tausende Angestellte entlassen und die Firmenchefs mittellos. Nur, dass sich deren Geld dann plötzlich doch noch findet. Und zwar in ihren Shopping- und Business-Centern. So, so. Sind Sie jetzt fertig? Bekomme ich ein Statement von Ihnen dazu? Einen Arschtritt kriegen Sie. Raus. Herr Willett-Nitzkopf? Amlang hier. Es war gerade so eine Art Journalistin da, die hat Fragen gestellt. Und was interessiert mich das? Sie weiß was über ihre Investoren. Einige davon sollen offiziell insolvent sein. Und woher hat sie das? Weiß ich nicht. Sie hat gesagt, dass hier irgendwie Informationen zugespielt worden seien. Wer ist diese Frau? Amlang? Scheiße. Amlang? Ja, Plath. Johanna Plath. Gut,
Ich kümmere mich. Machen Sie mir bitte einen Kontakt zur BaFin. Es geht um eine Kontenabfrage. Wolfgang und Marion Esbach. Esbach mit einem S. Gut, dann hätte ich noch eine Halterabfrage. Wiesbaden, Emil 351. 351, ja. Rufen Sie zurück. Danke Ihnen. Guten Abend, Herr Reletnitzkopf. Mein Name ist Reuter. Kennen wir uns? Nein, aber wir haben gemeinsame Bekannte. Setzen Sie sich doch. Ich danke Ihnen. Wie haben Sie mich überhaupt gefunden? Ich finde jeden. Ich bin ein alter Freund von Wolfgang und Marion Esbach. Sicher gehört, was mit Wolfgang geschehen ist. Ich habe das nicht nur gehört. Ich leite die Ermittlungen. Ich bin Oberstaatsanwalt. Was machen Sie hier in Wiesbaden? Das, was man hier am besten machen kann. Genieße das Leben. Soll ich Ihnen einen Teller... Nein, danke. Ich meinte eigentlich eher, wovon leben Sie? Und damit meine ich nicht, ob Sie von Brot oder Hühnchen leben. Ich mache andere Menschen glücklich. Das ist interessant. Verdient man gut dabei? Ja, es reicht. Für Huhn und Brot und ein paar Kleinigkeiten. Ein großes Auto, ein Chauffeur. Genau. Sie hat mit Wolfgang Esbach beruflich zu tun. Geht es da um Immobilien? Haben Sie eine zu verkaufen? Nein. Ich habe gehört, Sie ziehen von einer attraktiven Stadt in die nächste. Dort lassen Sie für viel Geld die Filetstücke im Immobilienmarkt zusammenkaufen. Dann lassen Sie Shoppingcenter, Luxuswohnungen, Bürohäuser bauen, verkaufen das alles wieder und ziehen weiter in die nächste Stadt. Ist das richtig? So kann man meine Geschäfte zusammenfassen. Was mich noch wundert, ist, hier in Wiesbaden haben Sie ja aktuell kein laufendes Projekt, oder? Wie gesagt, ich genieße das Leben in dieser wunderschönen Stadt. Sommer in Wiesbaden. Gibt es etwas Schöneres? Da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. SUV. Es kann ja wohl nicht sein, dass Sie das Ding nicht finden. Die Kollegen haben immer noch nicht. Nee. Hat ihn auch schon längst irgendwo abgestellt. Bernd? Was? Frau
fahrt sofort in die Wohnung von Johanna Plath. Sofort, hörst du? Okay, wir sind schon unterwegs. Was ist denn los? Johanna Plath ist niedergestochen worden. Wir müssen sofort in ihre Wohnung. Vernommen. Wir schicken Ihnen den Bericht rein. Gut, danke. Wir haben die Reanimation beendet. Tut uns leid. Das sind Ihre Sachen. So eine Art Journalistin da. Die hat Fragen gestellt. Und was interessiert mich das? Sie weiß was über ihre Investoren. Einige davon sollen offiziell insolvent sein. Und woher hat sie das? Weiß ich nicht. Sie hat gesagt, dass hier irgendwie Informationen zugespielt worden seien. Wer ist diese Frau? Amlang? Scheiße. Amlang? Ja, Plath. Johanna Plath. Gut. Ich kümmere mich. Danke dir. Ja, könnte sein. Da räumt jemand hinter sich auf. In Johanna Plaths Wohnung haben wir nichts gefunden. Aber ich? Über das Handy von Frau Plath kommt man in eine Cloud, in der sie ihre Recherchen abgelegt hat. Schaut mal. So, Wiesbaden, Marktkirche, Staatsanwaltschaft. Was ist das hier, südlich? Das Quellenkarree. Dieser ganze Bereich soll neu entstehen. Büros, Shoppingcenter, wow. Die ganze Straße lang. Das ist genau die Häuserzeile, die Amlang mit der Hilfe von Marin Esbach zusammengekauft hat. Ein Bauprojekt in der Größenordnung von 100 Millionen Euro, die wahrscheinlich aus Bankrottstraftaten stammen. Geldwäsche in großem Stil, wenn Frau Plath recht hat. Aber wer steckt seine Millionen, auch wenn Schwarzgeld ist, in einem Bauprojekt, für das es noch nicht mal eine öffentliche Zusage gibt? Vielleicht gibt es die Zusage ja schon. Wir wissen nur nichts davon. Wie das? Wenn der Bauplanungsdesignant geschmiert ist. Dann nehmen wir den hoch. Haftbefehl. Ja, mal langsam, Schubert. Wenn er behauptet, dass er genau dieses Projekt in der nächsten Sitzung seiner Behörde vorstellen wollte, dann können wir ihm dies beweisen. Ja, aber wir müssen doch irgendwas tun. Ja, wir tun ja auch was. Wir schnappen uns den dicken Fisch.
Sie waren nicht ganz ehrlich zu mir, Herr Veletnitsko. Sie investieren in die Projekte verschiedener Wiesbadener Firmen. Eine kleine Spielerei. Mehr als 100 Millionen? Hm. Tolle Spielerei. Woher bekommen Sie eigentlich das Spielgeld für diese Investitionen? Das Geld für die Investitionen? Das bekomme ich von Investoren. Russischen? Russischen. Deutschen. Schweizer. Sie wissen, was eine Bankrottstraftat ist? Ich habe bisher weder mit Bankrott noch mit Straftaten was zu tun gehabt. Das habe ich mir fast gedacht. Aber sind Sie sich sicher, dass das Geld, das in Ihre Projekte fließt, nicht aus solchen oder anderen Straftaten stammt? Sehen Sie was? Der Schein ist stumm. Erzählt keine Geschichte. Erst recht nicht, wenn man den Schein in einen großen Topf tut und mit dem gesammelten Geld dann Häuser baut. Sie kennen doch Herrn Dr. Schmidt. Schmidt? Dr. Schmidt. Der Bauplanungsdezernent hier in Wiesbaden. Ich glaube, ich habe Sie beide gesehen bei Marion Esbach, als Sie kontrolliert haben. Ach, der? Ja, flüchtig. Ich habe mit ihm mal über das Wiesbadener Stadtbild philosophiert. Haben Sie mit Dr. Probst auch philosophiert? Dr. Probst aus der Schweiz. Die Schweiz ist ein schönes Land. Dr. Probst. Hm. Dr. Probst hat Ihre Bauvorhaben in Zürich genehmigt. Und er wurde gerade wegen Bestechlichkeit zu 4 Jahren Haft verurteilt. Sagt Ihnen der Name Johanna Plath etwas? Eine Sängerin? Nein, eine Bloggerin. Frau Plath hat über den Immobilienmarkt recherchiert, übrigens auch über Sie. Und jetzt ist sie tot. Sie wurde heute Nacht auf offener Straße erstochen. Sie beleidigen meine Intelligenz, Herr Staatsanwalt. Es wäre doch dumm von mir, die guten geschäftlichen Beziehungen in Wiesbaden durch so etwas Idiotisches wie einen Mord zu riskieren. Es sei denn, der Mord diente Ihren guten geschäftlichen Beziehungen. Ja, alles, was reinkommt. Unfallwagen, abgefackelte Autos, illegale Autobeseitigung. Ja, natürlich bekommen Sie das auch alles schon. Direkt an uns weiterleiten. Aber hören Sie, uns läuft die Zeit weg. Wir müssen den Wagen jetzt ja, finden. Ja, genau. Weil es um ein Tötungsdelikt geht. Doch, doch, das hilft mir weiter, sehr sogar. Vielen Dank für den Kontakt. Das ist gar keine Frage, natürlich können wir das machen. Also, wenn die Wiesbadener Staatsanwaltschaft dem Auswärtigen Amt mal behilflich sein kann, rufen Sie mich einfach an. Gut, so machen wir das. Für Sie auch noch einen schönen Tag, danke, tschüss. Schiller, oh. Ziehen Sie etwa schon um? Das ist wirklich blöd. Ich kann jetzt leider nichts mehr anbeten. Aber bitte bleiben Sie mir treu und besuchen Sie mich am Quellenkalle, ja? Also, Sie sollten sich das noch mal überlegen, Schiller. Wieso? Die Baustelle kommt nicht. Sagt wer? Sage ich. Nicht niemand will Sie das sagen. Die Fahndung nach dem Wagen des Mörders von Johanna Plath läuft, aber bisher kein Ergebnis. Okay, schauen wir mal. Seid bitte erreichbar, falls ich euch brauche, ja? Falls du uns brauchst? Ich habe gleich ein kleines Rendezvous. Im Look. Was? In diesem russischen Lokal? Ja. Na, Mahlzeit. Das ist ja wirklich mal eine ausgefallene Idee. Ein russisches Lokal. Wie bist du denn darauf gekommen? Du, ich kannte das vorher auch nicht, aber ich habe mich hier gestern mit einem sehr interessanten Mann getroffen. Boris Veletnitskov, den kennst du doch auch. Veletnitsko. Er war bei dir zu Hause, er hat kontrolliert. Ach ja, stimmt. Das ist ein Mandant von Wolfgang. Er wollte mir sein Beileid ausdrücken. Das ist, glaube ich, ein sehr mitfühlender Mensch, oder?
So genau kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Er kennt schon seine Mitmenschen. Sag Ihnen, da ist was nicht ganz sauber. Die Kiste ist locker 50.000 wert. Und wenn mir die einer für 5.000 verticken will, das kann nicht sauber sein. Hä? Ach ja, ja, immer wieder gern. Ja. Ich hab den SUV. Na, endlich. Sogar die Nummernschilder passen. Vielen Dank. Übrigens, dieser Einbruch in Wolfgangs Büro, der macht uns ganz schön zu schaffen. Wieso das denn? Weil, vielleicht kannst du mir helfen. Ich habe gleich nach dem Einbruch einen Spürhund bestellt. Und der Hund hat genau hier angefangen, an der Terrassentür, durch die der Einbrecher in euer Haus ist. Und dann ist er der Spur auf diesem Weg gefolgt. Die führt ja direkt zu meiner Haustür. Ja, merkwürdig, ne? Mhm. Bist du vielleicht in der Nacht noch mal durch den Garten gelaufen? Nein. Aber ist es nicht völlig normal, dass der Hund meine Spuren findet? Ich wohne ja da. Ja, so habe ich mir das natürlich auch erklärt. Mariam wird irgendwann mal von der Terrasse zur Haustür gelaufen sein. Oder es sind völlig verschiedene Spuren von mir. Ach so. Nein, nein, das kann es auch nicht sein. In der Nacht gab es zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr einen heftigen Gewitterregen. Und das war vor dem Einbruch. Das heißt, nach dem Regen waren alle alten Spuren weg. Das würde ja heißen, dass ich selbst in mein eigenes Haus eingebrochen wäre. Das macht ja keinen Sinn. Oder? Dass Wolfgangs Unterlagen verschwunden sind, beweist natürlich eins. Sie hätten uns bei der Aufklärung geholfen. Also glaubst du immer noch, dass Wolfgangs Tod mit seiner Arbeit zu tun hatte? Glaube das nicht nur, ich bin mir sicher. Ohne die Unterlagen muss ich mir natürlich anders behelfen. Ich habe mich mal mit euren Finanzen befasst. Du hättest mich einfach fragen können. Wir sind doch Freunde, oder? Ja, entschuldige, du, es ging mir eigentlich auch nur um Wolfgang. Ich dachte, wenn ich da irgendwelche Ungereimtheiten finde, dann fällt mich das zu seinem Mörder. Dir ist aber nichts aufgefallen. Nein, bei Wolfgang nicht. Aber bei dir. Du hast doch Häuser gekauft in der Straßenzeile, in der Amland bauen will. Das habe ich dir erzählt. Aber bezahlt wurdest du jedes Mal von der Firma Atlantic Developments Limited in Großbritannien, richtig? Ja. Und das Geld kam immer von einem Konto auf den Kaimaninseln. Ich habe gar nicht darauf geachtet, woher das Geld kam. Das schon. Ja, das Konto hat mich auch nicht so richtig weitergebracht, aber die Firma Atlantic Development Limited gehört Boris Wieletnitzkow. Fragst du leider die Falsche. Das müssen dann Amlang und dieser Beletnowski. Beletnitzkow? Ja, die müssen das gemeinsam ausgemacht haben. Mir war einfach wichtig, dass das Geld überhaupt kommt. Egal von wem. Ja, egal von wem. Klar. Nur, dass sich in diesem Fall der Mörder deines Mannes bezahlt hat. Dieser Wieletnitzkow meinen Mann umgebracht hat. Ich bin mir sicher, dass er dem Mord in Auftrag gegeben hat, ja. Aber aus welchem Grund? Wolfgang wollte mit mir reden am Tag, als er starb. Irgendetwas muss ihm auf der Seele gelegen haben. Er sagte, er sei schuldig, mitschuldig. Und dass er nicht gewusst hätte, wie weit diese Leute gehen würden. Weißt du, was er damit gemeint haben könnte? Nein, keine Ahnung. Ich konnte mir zunächst auch keinen Reim draus machen. Aber einen Tag, bevor Wolfgang starb, wurde Beate Schwarz ermordet. Vom selben Täter. Beate Schwarz, die Frau, die Wieletnitzkows Bauplänen im Wege stand. Sie hatte zu hoch gepokert. Weißt du, wie Wolfgang erfahren hat,
dass Beletnikow hinter diesem Mord stecken musste? Ich weiß es nicht. Oder hat er einfach nur gehört, dass dieses Problem erledigt ist? Hat Wolfgang mal mit dir geredet? Über seine Skrupel? Dass er diesen Mord nicht decken wollte? Nein. Hast du Beletnikow gewarnt, dass Wolfgang mit mir reden wollte? Wie du das sagst, klingt es, als hätte ich den Mord an meinem Mann beauftragt. Nein. Beauftragt hat ihn Beletnikow. Aber dein Mann ans Messer geliefert. Das hast du. Stand bei uns vorm Block, Motor an und alles. Можно закончить. Dir muss klar gewesen sein, dass Beletnikow deinen Mann umbringen lassen wird. Ich habe nichts mit dem Tod von Wolfgang zu tun. Du hast einen Schreck bekommen, als ich dir erzählt habe, dass wir den Mörder von Wolfgang haben. Und als ich dir zwei Sätze später gesagt habe, dass der Mörder tot ist, da warst du erleichtert. Du hast mich von Anfang an verdächtigt. Ich verdächtige niemanden von Anfang an, aber ich beobachte genau und sammle Unstimmigkeiten. Dass die Schwester der ermordeten Beate Schwarz bedroht werden sollte, damit sie so schnell wie möglich aus Angst das Haus verkauft, das war deine Idee, oder? Du hast ja offensichtlich gesehen, wie viel Geld ich für meine Arbeit bekomme. Fühlst du dich einsam? Möchtest du jemand herbestellen? Du isst nichts. Ich kann doch nicht alles alleine essen. Mach dir mal keine Sorgen. Wir bekommen bestimmt noch Besuch. Schön, dich zu sehen, Mario. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Unterhaltung. Wie schön, dass Sie sich herbemüht haben, Herr Beletnikow. Da muss ich Sie nicht erst vorladen. Ich fürchte, ich werde Ihrer freundlichen Einladung nicht folgen können. Das Heimat braucht mich. Aber die Immobilienpreise in Moskau sind doch auch ohne Sie schon recht hoch, oder? Ich bin hier sehr reich geworden. Reich an Erfahrungen, die ich an meine Heimat weitergeben will. Lassen Sie mich auch teilhaben an Ihren Erfahrungen. Was möchten Sie denn lernen, Herr Staatsanwalt? Zum Beispiel, wann in Ihrem Geschäft der Punkt erreicht ist, an dem nicht mehr verhandelt wird, sondern gehandelt. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Herr Staatsanwalt. Helfen Sie mir. Wie viel Geld haben Sie Beate Schwarz für das Haus geboten, das Sie unbedingt brauchten? 8 Millionen. Und wie viel wollte Frau Schwarz? 20. Und das war zu viel? Das Geld hat keine Rolle gespielt. Es ging ums Prinzip. Ärgerlich. Es ist ärgerlich, dass Beate Schwarz ihre ganzen Pläne zerstört hat, weil sie das große Geschäft gewittert hat. Vor allem ist es egoistisch. Aber die Frau einfach umbringen zu lassen, das ist auch keine Lösung. Zumindest keine, die in unserer Gesellschaft geduldet wird. Ihre Gesellschaft. Das könnte eine sehr interessante Diskussion werden, aber ich muss leider ein Fliegegeld. Ich denke nicht, dass Sie Ihren Flieger erreichen werden, Herr Beletnikow. Ich denke schon. Ich sehe, Sie sind in die Diplomatie gewechselt. Sobald ich meine Beratungsmission absolviert habe, stehe ich Ihnen gerne wieder für weitere Auskünfte zur Verfügung.
jederzeit. Das wird eine. Du kannst jetzt nicht einfach gehen. Er weiß alles über dich. Du aber auch. Jetzt habe ich wieder Netz. Reuter hat angerufen. Wir sollten noch erreichbar sein. Ruf zurück. Es war nicht gut, dass wir hergekommen sind. Es war nicht gut, dass du dich eingemischt hast. Was jetzt passiert, hast du dir selbst zuzuschreiben. Подождите минуточку. Von mir hat Valet Nitzkopf nichts zu befürchten. Im Gegensatz zu dir. Ich werde jetzt gehen. Bernd, bist du verletzt? Habt ihr ihn draußen erwischt? Ja. War er das? Ja. Was ist mit Viljet Nitzkopf? Mit euch um, armlang. Und du? Ich habe noch eine Verabredung. Da liegt jetzt eine schwierige Zeit vor Ihnen, Frau Schott. So viel Geld, wie Sie jetzt bald haben werden, kann auch eine Bürde sein. Ich werde es verkraften. Sie sind eine tapfere Frau. Was ist mit dem Kaufvertrag? Den Entwurf habe ich hier. Bitte sehr. Dann machen wir beide endlich den Champagner auf, damit Sie sich schon mal ein bisschen an ihr schönes Leben gewöhnen. Guten Tag, Herr Amlang. Das ist ein Durchsuchungsbeschluss. Und hier haben wir einen Haftbefehl wegen Beihilfe zu Insolvenzstraftaten und Geldwäsche. Ihr könnt anfangen. Mach ihn. Und wenn Sie glauben, dass Sie damit durchkommen. Herr Staatsanwalt, ich dachte, wir hätten alles besprochen. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Aber Sie waren ja auch so schnell weg.
Ich würde mich gern mit Ihnen austauschen, aber Sie wissen ja... Ja, Sie haben eine Beziehung zur Botschaft. Ich aber auch, Herr Beledniskov. Das ist Herr Alenko von der russischen Botschaft, Herr Beledniskov. Ich dachte, weil Sie ja von so großer Bedeutung für Ihr Land sind, sollten wir das hier auch auf höchster Ebene klären. Смотрите, все в порядке. Als ich den Botschafter informiert habe, dass ich Sie wegen Bestechung, Bankrottstraftaten und mittlerweile fünffacher Anstiftung zum Mord anklagen werde, da wusste er auf einmal gar nicht mehr, wer dieser Boris Beledniskov sein soll. Auf keinen Fall ein russischer Diplomat.